Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde der rhythmischen Sportgymnastik. Wir sind hier im beliebten, berühmten Let's Play von Fallout 4. Und mit dieser wunderschönen Hintergrundmusik. Und wir haben gerade die Erinnerungen von Dima abgerufen, so ungefähr. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also, da sind wir jetzt gerade fertig. Da waren wir da drin, da in der... Und meine liebe Ada ist natürlich dabei. Und ein Roboter, noch so einer. Gut. Also, wir waren da drin hier an diesem schicken Haartrockner. Schritt der wieder hoch, oder wie? Bewegt sich der? Nee. Und haben da diese komischen Erinnerungen abgerufen. Oder was auch immer. Beschaffe den Co. Oh, ah ja, genau. Also, jetzt müssen wir da sämtliche weiteren Aktionen da ausführen. Das machen wir doch einfach mal. Moment, ich habe natürlich wieder mal vergessen. 10.50 Uhr. 10.50 Uhr. Nukleus öffnen. Jetzt, da waren wir gerade. Huch, oh, nö. Da steht eine Kanone. Ey, da ist Kanone. Jetzt machen wir da auf. Hallo. Ey, da ist schon was. Ey, da ist schon draußen. Sehr gut. Ja, immer. Hoffentlich macht der jetzt nicht wieder irgendeinen Käse, der Idiot da, der. Den habe ich gehackt und jetzt. Och. Holla. Jetzt. Oh. Und jetzt müssen wir. Oh. Verrat. Was? Wen jetzt? Sind die jetzt böse? Oh nee. Ach. Komm. Ach, den. Schalte ich jetzt lieber ab, oder? Sonst kommt da wieder Käse raus. Das sehe ich schon. Und abschalten. Sonst ist da wieder irgendein Käse. Eng. So. Und jetzt komme ich nicht mehr durch die Tür durch, oder? Doch. Wo muss ich denn hin? Ich muss auch nicht wieder da rein, oder wie? Na, bitte sag jetzt. Das ist doch so ein. Das schaffe den Code. Oh, nö. Ich werde noch Wahnsinn. Da war ich doch gerade drin. Das gibt's doch nicht. Weiter war ich doch gerade drin. Und jetzt muss ich wieder raus, oder? Ich werde irgendwann. Ich muss tatsächlich. Muss ich jetzt tatsächlich da rum, oder wie? Das glaube ich immer nicht. Ich glaube, es wird zwar wieder mehr. Ja. Mit dem Spiel hier da. Schau. Da raus, ja. Mann. Ich werde irgendwann wahnsinnig. Oh nee. Jetzt gehen wir wieder voll durch die Laserfalle. Oder? Scheißegal. Und jetzt muss ich da raus. Ach, geh.
Dann bin ich ja auch wieder da, oder wie? Ah, oh, Gott. Im Himmel. Und jetzt? Die Spaltung wird uns alle rechtzeitig erreichen. Na. Das hoffe ich doch. Muss da runter? In dem Spiel soll sich einer auskennen, das ist doch... Noch weiter runter? Nicht alle haben mir vergeben, aber es ist schön, zu Hause zu sein. Ja, und jetzt ist wieder mal nix hier. Das war klar. Muss ich jetzt wieder raus, oder wie? Und auf der Karte, sehe ich auf der Karte, doch, tatsächlich. Ah, tatsächlich. Also, ich muss raus, oder? Wo geht's raus? Da geht's raus, oder? Aha. Na dann mal raus hier. Kaffee trinken. Pass auf, auch da draußen. Im Nebel lauern viele Gefahren. Oh weh, jetzt habe ich... Habe jetzt aber nicht zufällig zwei Ziele oder so. Pass auf. Oh, schau. Jetzt gehen wir mal. Da drüben ist auch noch was. Da. Ach nee, muss ich schon wieder. Muss ich da rein, oder? Decke Dimas geheime medizinische Einrichtung auf. Na gut, das ist in der Getränkefabrik da. Zick. Da wo wir vorhin. Vorhin drin waren. Aha. Die haben wir uns ja schon mal angeschaut. Da muss man ja... Ach, hier ist wieder die wahnsinns schicke Musik. Da geht's rein. Jetzt sind da wahrscheinlich wieder 10.000 Idioten. Wo geht's denn da hin? Da nicht. Oh, wo geht's denn da hin? Ist das hier? Für den Käse. Oh. Das ist die Tiefgarage. Achso, da geht's wieder raus. Firmenhauptsitz, so wie. Oh, naja. Ja, gut, dann gehen wir da vorne rein, oder? Da ist die Tür. Dann gehen wir da auch rein. Was müssen wir da jetzt die geheime medizinische Einrichtung einrichten? Was ist schon? Abgeschossen, Decke Dimas geheime. Nee. Bring Dimas, bla bla. Och, geh. Kronkorken, Patrone. Kronkorken, wow. So sollte das Leben sein. Oh Gott, bring Dimas Geheimnis in Erfahrung. Oh Gott.
Dann machen wir jetzt das erstmal, oder? Mann, das kann sich jetzt hier höchstens nur noch um. Wer rumpelt denn da so? Oh nee. Hat der jetzt ein Nudelholz? Irgendwas rumpelt da doch ganz komisch. Tür öffnen. Au. Aha. Da waren wir da nicht schon mal? Dahin. Ah ja, da waren wir doch schon bei dem komischen Ding hier. Au. Da müssen wir. Was gibt's da? Ein Dings da entsperren? erster Versuch. Öffnen. Türen werden geöffnet. Mehr wollen wir gar nicht wissen. AW. Oh, da gibt es eine Metallrüstung. Schlagstock. Das war doch das erste, was ich in dem Spiel gekriegt habe, oder? Da komme ich gar nicht drauf. Schau hier, da liegt eine Pistole. Das erste Ding, was ich gekriegt habe, das war doch ein Schlagstock. Aufzug. Los geht's. Na gut, dann nehmen wir das mal so hin. Dann glaube ich das einfach mal so. Huch, holla. Oh. 0,5. Ah, da sind die schicken Pilze wieder mal. Nee, sag jetzt nicht, dass ich in anonymen Grab graben muss. Sag das jetzt bitte. Ja, da muss ich nichts machen. Schicke Pilze. Gibt's da sonst nichts mehr zu ernten? Das ist ja immer schön hier. Kann man immer. Da ist Lebenszeichen entdeckt. Scan-Vorgang läuft. Oh, Lebenszeichen. Wenn Sie Hilfe benötigen, nutzen Sie bitte die Sprechanlage. Na, das mache ich doch. Hockt da einer drin oder wie? Nee. Ich schaue mir bloß schnell noch alles an hier. Also, was heißt alles? Alles kannst du gar nicht anschauen. Aber bevor ich da mir jetzt hier ein Grab grabe, da schau her. Hirnpilz, das ist doch lecker. Fernseher. Na gut, dann lieber mal schnell speichern und das Grab graben. Holla, da kommt jetzt bestimmt was Schickes raus, oder? Oh, das ist ein Holo. Na komm, Mensch. Geh her. Es ist nun mal geschehen. Geht nicht, gibt's nicht. Nehmen. Stell Dima. Oi. Melde dich wieder bei Kasumi, holla. Mann, da habe ich ja was zu tun. Das ist suchen und vernichten. Oh nee.
Also, Haar, Klammer, Box. Oh. Huch. Pilze, leuchtende. Wahnsinn. Und sonst. Und da? Was war da? Kann man da nicht rein? Oh, da ist Olla. Kann man da jetzt nicht reingehen? Durch die Sprechanlage. Wo ist da eine Sprechanlage? Neuer Scanvorgang. Benutzer ist für den medizinischen Sicherheitsbereich nicht zugelassen. Oh. Über Gesellschaft würde ich mich freuen. Ist lange her. Aufmachen! Ich glaube nicht, dass zugelassene Benutzer auftauchen werden. Entweder lässt du mich rein, genau, oder du wartest bis in alle Ewigkeit. Richtig. Deine Entscheidung. Da ist natürlich was dran. Na gut. Bitte sehr. Wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen, meine Energieleistung ist niedrig. Ich greife auf die Reserve zurück. Mhm. Viel Glück. Recherche abgeschlossen, sprich mit Auweia. Abgeschlossen. Super. Dem klaue ich gleich mal alles hier weg. Ja, Wohnkarten. Leeres Blut und was? Spüllappen, nee, den will ich nicht. Das ist hier die ganze Bude, oder wie? Oh nee, Spüllappen. Sag jetzt nicht, dass ich den brauche. Oh nee. Und was soll der Käse hier? Und der ein Dezemberkind. Na hallo. Ja, leichter und verwendet bla. Der ist auch Schaden. Na gut. Einfach nehmen. Wir dürfen hier ja spielen, alles nehmen. Gut, und das, waren wir hier schon, sind wir hier schon wieder fertig. So, jetzt müssen wir garantiert wieder raus. Da kommen wir auch noch. Nee. Sonst war ja nichts, gell? Da hat der da eine Leiche verbuddelt da im Keller. Das ist doch wieder mal typisch. Sie gehen voran und ich folge mir. Genau. Gut. Ich habe keinen Doch. Kaffee. Da ist ein Schaden, schwerer Beschuss. Jetzt einfach wieder raus, oder? Da oben. Da unten kann man sonst nichts mehr. Ja, ich will dich nicht wahnsinnig langweilen. Oder? Dachte schon, da ist ein Unsichtbarer. Nee. Dann machen wir lieber mal weiter. Huch, die Ada ist unsichtbar. Nö. Hier werden alle unsichtbar. Ich muss einfach wieder raus, oder? So wie wir reingekommen sind. Und wie sind wir reingekommen? Keine Ahnung. Mann. Ja. Ich kenne mich echt nicht. Da ist ein Exit, oder? Wo komme ich dann dahin? Ist es tatsächlich der? Glaube ich jetzt nicht, oder? 15, 14. Die Insel? Muss ich einfach noch raus. Nee, ich sage jetzt nicht, dass ich wieder rein muss. Das
Pimmelschüssel. Und nee, was sagt denn die dämliche Karte? Da muss ich auch noch hin. Oh nee, da muss ich. Was ist denn das für Käse? Stell die mal. Da. Oh weia. Und da? Was ist das? Informiere Farbe über FS. Informiere Farbe über FS. Kenn mich. Informiere Verhaber, melde dich wieder bei Kazumi. Das ist was. Sprich mit Ritter Captain Larsen. Das ist das alte. Das muss ich auch noch machen. Ach komm. Ich will nicht mehr. Da muss ich, wieso soll ich denn da rein? Das. Da ist. Was ist denn hier wieder für Käse? Ich bin doch jetzt draußen, oder? Hier muss ich nichts mehr machen, oder? Oh Gott. Abgeschlossen hier zum Donner. Und da ist eine Rüstung, oder wie? Ist da eine Rüstung? Power-Rüstung ist da noch. Ich gehe jetzt einfach. Warte. Moment, ich informiere jetzt mal die anderen Typen da, oder? Mache ich jetzt mal. Schnelle Reise, ja. Gut, damit wir da irgendwie weiterkommen, oder? Also weiterkommen kann man das sowieso nicht bezeichnen. Also das ist zu weit aus dem Fenster gelehnt. Huch, was ist denn das? Das ist der Spider-Man, oder? Tauchanzug, nee. Das ist der Spider-Man, wenn mich alles täuscht. Oh, weia. Oh, was macht der? Zeigt den Stinke. Jetzt muss ich da ein paar Leute informieren, oder? Ha. Der Festlandbewohner. Jo. Super. Du hast uns auf den Rumpf der Seefahrerin geholfen. Aber das ist unsere Insel. Unser Kampf. Mensch, der nicht Seefahrerin dein. Muss ich auch noch mal... hab euch den Arsch gerettet. Wollte nur helfen. Hey, Kumpel. Ich wollte nur helfen. Hilfe von anderen macht dich schwach. Man braucht sie mehr und mehr, bis man ohne sie verhungert. Was ist, wenn du das nächste Mal nicht hier bist, ha? Oder das Mal danach. Entweder kommt der Haberbewohner allein zurecht, oder wir treten zusammen die lange Reise an. Aber es gibt eine Ausnahme. Wenn das, was du Avery über die Kinder des Atoms gesagt hast, ernst gemeint war... Jedem, der die Mistkerle ausschalten will, verkaufe ich liebend gern meine besten Waffen. Dima hat, Avery, muss ich das jetzt sagen, glaube ich, oder? Dima hat Avery getötet. Dima hat Captain Avery getötet. Ach, und das... sie durch einen Sünd ersetzt. Ja, klar. Und ich bin... Moment. Du meinst das ernst, oder? Ich wusste es. Scheiße, ich wusste es. Aber dein Wort allein bedeutet hier nichts. Sag mir, dass du Beweise hast. Wir brauchen Beweise dafür, dass Dima und Avery... Entschuldige, war gerade abwesend. Ihm den Beweis zeigen, habe ich den? Okay, hier ist mein Angebot. Das ist Averys Medaillon, kein Zweifel. Mhm. Und der Schädel? Ach so, das war die Beweise. Der Schädel könnte jedem gehören. Ja. Teddy kann eine Art medizinischen Test durchführen. Oh weh. DNA oder so. Oh weh. Herausfinden, ob es Avery ist oder nicht. Wenn es sich bestätigt, komm wieder zu mir. Au weh. Lass den Schädel schon. Oh nee, das muss ich da drüben auch noch mit einer quatschen? Oder muss ich nicht auch noch mit der Seefahrerin? Au. Dunkle Zeiten. Noch einen Patienten verloren. Andre. Nicht einfach. Sag mir bitte wenigstens, dass es dir gut geht. Diesen Schädel ansehen, oder? Könntest du dir diesen Schädel mal ansehen, Doc? Und mir sagen, wem er gehörte? So etwas höre ich auch nicht jeden Tag. Ich könnte ein paar Tests durchführen. Ja, scheint dir wichtig zu sein. Mach mal. Gib mal her. Mal sehen. Das kann doch nicht... Das ist unmöglich, oder? Nein. Avery ist seit Jahren tot.
Arcadia hat das Spiel manipuliert, nicht wahr? Diese Beweise, die du hast. Was hast du damit vor? Ich will da. Oh Gott. Was würdest du machen? Was würdest du an meiner Stelle machen? Ah, an deiner Stelle würde ich mir erst einmal einen guten Drink gönnen. Einerseits brauchen die Menschen Gerechtigkeit und Kriminelle müssen büßen. Aber die Leute können verdammt schnell von gottesfürchtig auf Lynchjustiz schalten. Ja, die Frage, eben. Die sich stellt, lautet aber, was hast du vor? Au, ich will, dass jemand sagt, möglichst wenig Kollateralschaden, oder? Ich will das Ganze mit möglichst wenigen Kollateralschäden nennen. Kollateral was? Ach, ja, du beweist guten Instinkt. Hör zu, ich rede mit niemandem über irgendwas. Gut. Wenn das an die Öffentlichkeit geriete, nun, das wäre verdammt übel. Wenn du deine Seele unbedingt erleichtern möchtest, rede mit Avery persönlich. Ich weiß, dass sie eigentlich kein Mensch ist. Aber ich kenne sie. Ach so. Sie ist anstrengend, aber eigentlich ganz anständig. Was auch immer du tust, erzähl Alan Lee nichts davon. Sonst fließt eine Menge Blut. Aus Alan Lee soll ich nichts erzählen. Mensch, das muss man jetzt mal aufschreiben, oder wie? Bestimme das Schicksal. Alan Lee nichts erzählen? Moment. Alan Lee nichts erzählen. Oh weia, sonst fließt Blut, oder wie? Willkommen in meiner Klinik. Brauchst du was? Erzählen, sonst fließt Blut? Das wollen wir ja nicht, oder? Wollen wir das? Sonst fließt Blut? Oder so? Gut. Wie geht's denn so? Ach gut, na, da können wir jetzt weggehen. Moment. Auweia. Da soll sich... Kann sich doch kein Schwein mehr auskennen hier. Das gibt's doch nicht. Jetzt habe ich schon wieder zwei Ziele. Jetzt muss ich dem nochmal was sagen, oder? Ach, Alan Lee, ach, dem aber. Hat der Doc sich den Schädel angesehen? Wenn nichts du erzählen. Hast, dass Avery ersetzt wurde, dann lass sehen. Lügen, Schädel, ihm den Beweis, ihm tschüss, was sag ich? Lügen, oder? Also dem soll ich nichts sagen, sonst fließt Blut, oder? Da lüge ich jetzt mal. Ach, der Schädel gehört jemand anders. Falscher Alarm. Ich halte die Augen offen. Bin ich, ja, Beweise mal. Ich finde, dass Dima was mit unseren Leuten angestellt gespannt. Hat. Aber danke. Wisst ihr, was die Seefahrerin gemacht hat? Na gut. Muss ich da noch? Wollen uns alle töten und sie ins Meer treiben. Oder wie? Drei. Oben. Muss ich da noch? Au. Captain Avery. Ach, das ist jetzt der Synth, oder wie? Der ist eigentlich tot, aber... Avery. Oder wie? Also, nee, erklär's mir nicht. Nein, ich will's nicht. Ich will's gar nicht wissen. Schön, dich wiederzusehen. Ausnahmsweise ist es mal recht ruhig. Brauchst du was? Wie wird Mord in Fahrt... Wie kommt Kuhscheiße aufs Dach? Was hältst du von Dima? Du bist dich, Captain Eva? Oh wei, ja. Was weiß ich. Wie wird Mord in Fahrhaber bestraft? Wir sind zu unabhängig für Gesetze. Aber wird ein Mord bewiesen, gibt es eine Hinrichtung. Extrem, aber es sorgt für Ruhe. Extrem? Holy... Was hältst du von Dima? Was hältst du von Dima? Wir sehen ihn nur selten. Ist sehr fromm, schätze ich. Kommt mit den meisten Leuten nicht klar. Ich bin froh, dass er meist im Observatorium bleibt. Wieso? Oh Gott, wenn ich jetzt A sag, dann wird die pumpig, oder? Dann gehe ich lieber. Geh dann mal. Bis dann. Gut. Muss ich hier? Ich muss immer noch mit der. Achso, ich muss jetzt verklickern, dass sie. Bestimme. Ich muss immer noch mit dir quatschen. Oh Gott. Weil die Elbe könnte ja das etwas Extremes übernehmen. Teddy hat mir dringend dazu gehört, mich mit Captain Avery zu besprechen. Stattdessen könnte ich aber Timo zu dir besprechen. Na gut, jetzt rede ich nochmal mit der, oder? Jetzt geht's nun mal. Captain. Ah nee, wenn die noch so ein grünes Ding am Kopf hat. Au, weia. Schön, dich wiederzusehen. Ausnahmsweise ist es mal recht ruhig. Brauchst du was? Ja,
Du bist die Algott, gut, nehmen wir das wohl. Ich habe Beweise, dass Dima die echte Captain Avery getötet hat. Mhm. Hier, ich. Jetzt. Aber das, mein Medaillon, es ging bei einem Feuer verloren. Und der Schädel. Oh weh. Das kann nicht sein. Hör zu, ich bin ich. Ich erinnere mich an alles. Ja. Ich kann kein Sünd sein. Du irrst dich. Der, oh. Ich habe Hunderbänder. Wenn sie glücklich nicht. Beweise akzeptieren. Oh, weh. Dann nehm ich das mal, oder? Ich weiß, das ist viel. Aber die Beweise sind eindeutig. Damit musst du dich abfinden. Schau mal. Punkte. Das stimmt, oder? Ja. Das ist wahr, oder? Ja. Ich bin ein Sünd. Na, schau her. Hast du eine Ahnung, wie das ist? Da hast du doch wieder was dazu gelernt. Alles, was man weiß und glaubt, eine Lüge ist. Tut mir leid. Was du durchmachst, es tut mir so leid. Jetzt bleibt mir nur noch so zu leben, wie ich es für richtig halte. Na gut. Dima ist ein Mörder. Und ein Mörder. Lügner. Dafür sollte er zahlen. Aber wenn das andere erfahren, besonders Alan Lee, werden viele Unschuldige leiden. Farhaber steht am Abgrund und das versetzt allen den Todesstoß. Stelle Dima, lass ihn zahlen, wenn du kannst, aber bitte, dieser Beweis muss geheim bleiben. Ja. Oh, kann nichts erschrecken, sagst du das nicht nur? Also ich halte es geheim. Ich halte es geheim. Kommt doch keine Sau mehr. Barmherzig. Jeder in Farhaber und Arcadia steht tief in deiner Schuld. Warmherzige Bernardina oder wie? Nee. Aha. Gut, dann geht die jetzt hin. Holla. Kann man da oben rumgehen? Toll. Oh nee. Gut, weil ich mich ja nicht auskenne, mache ich einfach irgendwo weiter. Was haben wir noch im Angebot? Dima, ist da noch was? Sprich mit dem Heini. Bestimme das Schicksal. Beschaffe den Code für den. Ich muss sagen, alles erfahren, was er. Ich hatte jeder, falls ich viel später. Und, aha, dann machen wir lieber mal das noch, oder? Das da machen wir jetzt. Automatisches Speichern. Machen wir das noch. Und wo? Da. Harbor Grand Hotel. Da gehen wir jetzt. Da auch noch. Können wir da hinreisen? Machen wir lieber vielleicht das nochmal, oder? Fallenstelle? Da ist... Tja, der hat sich da... Moment, Entschuldigung. Der hat sich da in der Ding... verfangen. Der Arme. Einfach alles nehmen. Ey, da ballert da hin. Wahnsinn. Na. Ruchloser. Schau. Ja. Oh, schau mal da. Oh, da ist wieder schick. Schicke Aussicht. Hopp. Holla. Oh. Schön. Wo muss ich hin?
dahin. Mhm. Oh. Okay. Hopp, na, Wieder voll hier in die Holla. Gehen wir jetzt einfach runter in den Hoch. Oh nee. Oh, da sind aber viele. Da sind aber viele und was, wo sind wir hier? Nirgends. Toll. Höhle. Oh, oh, au. Aber, da ist eine Höhle. Wahnsinn, Höhle von Pein. Da gehen wir jetzt natürlich rein, gell. Hahaha. Da ist bestimmt was Schickes drin. Hui, hui. Was ist da los? Wo geht's da hin? Auweia. Da kann ich jetzt wieder 3 Jahre Tür entsperren, Einsteiger. Da kann ich jetzt wieder 3 Jahre. Schön. Da hätte ich da rum auch reingehen können, oder? Das kann doch mir keiner erklären. Oh nee, schau. Das ist aber alles böse, oder? Häng. Oh nee, alles böse hier. Hoch. Ah, die Ada watschelt da unten rum. Oh weia. Oh. Legendärer Pirschen. nee. Und da ist jetzt aber. Kann sein, dass da was drin ist, gell? Aber das finde ich garantiert nicht. Das weiß ich. Ach komm, dann gehen wir wieder raus, oder? Weil das ist wahrscheinlich wieder ein riesengroßes Ding. Und ich finde dann sowieso nicht mehr raus. Oh, ja. Oh, nee. Da geht's auch rein. Komm, abbrechen. Ja. Und hier ist außer einer, da geht's noch, okay. Geräuschhalle. Geht's denn da wieder? Geräuschhallen. Oh weia. Ah nee. Stoppschild. Das ist bestimmt gut. Ah, au. Wo geht's da hin? Do not enter. Kitterwitch. Holla. Oh, ich bin hier aber schon schwer. Wenn ich da jetzt runterfall, dann falle ich runter, oder? Oh weh, schnell, das will ich jetzt wissen. Au. Ah, da sind... Oh, nee.
Weia, da bin ich da jetzt voll. Oh nee. Oh weia. Ach, ach. Oh Gott, da soll sich einer auskennen. Au, ah nee. Ich mag nicht mehr. Hey da. Oh, ja. Ach, geh. Jetzt gehen wir wieder raus. Das mache ich nicht mehr. Gehen wir da wieder raus. Das ist hier was für Höhlenforscher. Eröffne das Feuer. Ach komm. Vielleicht haben meine Annäherungssensoren auch eine Fehlfunktion. War ich da nicht schon mal? Ich glaube, da war ich schon mal, oder? Kitterit verabgeholt. Wo muss ich denn hin? Ach komm. Nee, ich hätte gedacht, zweite. Jetzt kenne ich mich gar nicht mehr aus. Wo bin ich? Nirgends. Da, das bin ich, oder? Finde heraus, wo der Schlaf. Da wollte ich doch hin und jetzt bin ich da oben. Ah. Ah, nee. Das gibt's doch nicht. So viel Kaffee kann ich gar nicht trinken. Jetzt bin ich wieder da, oder wie? Au, warte. Jetzt gehen wir da hin. Haha. Habe ich gleich die Schnauze voll. Ach nee, und wo soll ich denn hin? Dahin. Ich will nicht mehr. Aha. Oh weh. Da vorne links, oder? Oh weia. Aha. Ah. Aha. Da rein. Wo? Warte, komm, das ist wieder so ein Riesending, das glaube ich jetzt nicht. Da, da rein. Au, weia. Aber. Da rein jetzt. Oh, nee, da geht's rein. Oh, weia. Wahnsinn. Oh. Schau. Und jetzt? Ah, da. Was ist das? Wird abgeschlossen in der... Ah. Hola. Das Land reinigen. Oh nee. Jetzt, da schießt noch einer. Was? Auf Wiedersehen? Ach komm.
Ding. Danke. Ja. Was ist denn das da? Das sind Schlüssel. Muss ich da jetzt einen Schlüssel nehmen? Ich komm gar nicht rein. Muss ich da jetzt einen Schlüssel nehmen? Nein. Früher oder später, du müssen rauskommen. Oh weia, was für... Finde den Startschlüssel... Oh weia. Startschlüssel, das hört sich aber gar nicht gut an. Ich dich da draußen riechen kann. Eine Schleichradar. Aha. Oh. Der steht da in Grußaufnahme vor mir. Und der nächste. Und der schnappt gleich da. H-Klammer. Das ist wichtig. Ah, da komm, ich suche jetzt gar nicht mehr lang rum, weil ich will jetzt da nur noch... Holla, da geht's aber schick. Und jetzt? Da, da, da ist... Oh ne. Da, oho. Da, das Ding da, oder wie? Tastenfeld drücken. Ah, ist es da... Oh ne, schau mal. Wahnsinn. Oh, 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 schau. Kuriositätentüren, das ist aber toll. Mann, Gore, safe. Bing. Ja, eine Rakete. Wahnsinn. Jeez, Käse, ich sag's ja, hier ist Käse am Werk. Und jetzt muss ich das Ding da... Schutzraumterminal. Gesichertes... sag jetzt nicht, dass da... Wer dir das Schutzraum... Band abspielen, oder? Muss ich jetzt Holeband? Band abspielen? Hey, ich will deine Hände sehen. Also, wo ist der Schlüssel? Franny, steck die Waffe weg. Franny. Was willst du denn erreichen? Meine Arbeit erledigen. Du gibst mir den Schlüssel, ich werde bezahlt. Bezahlt? Die Welt geht unter. Willst du wirklich... Ah! Oh. Ah! Ah. Schrei so viel du willst, Arnie. Ah. Alle wurden evakuiert. Hier sind nur wir beide. Konzentrier dich. Wo ist der Schlüssel? Ah, was in der Hölle? Das kann den ganzen Tag weitergehen, Arnie. Oh weh. Ja, ja, das habe ich auch schon bemerkt Gott. Hier, ja. Was soll's? Das Ding ist auf dem Boot. Bei den Docks von Finch Cove. Die Kombination ist 44, 6... 44, 76. Oh, oh, wow. 44. Und war das so schwierig? 6. Bis dann, Captain. Also, wo zum Teufel geht diese... Tut mir leid, Franny. Du sitzt hier fest. Mit mir. Danke für den Besuch. Sollen wir das jetzt auswerfen? Und jetzt? War's das? Oder wie? Rechnung ansehen?
und... Weil wenn das nicht immer so lange dauern wird. Und jetzt noch an die Rezeption wenden, oder wie? Danke. Sie verwenden Hilfsenergie. Na, war's das jetzt, oder? Hat der noch eine Waffe da? Achso, Pistole. Das war's jetzt. Oh, oi, das ist noch halbwegs sauber. Fusionszelle. Zahnbürste. Da liegt noch ein Holoband, oder? An Frenny. Och. Oh nee. Was ist das jetzt hier? Beschafft den Start. Ich weiß gar nicht. Hört der Schutz am Sicherheitswand an? Beschafft den Startschlüssel. War gut. Wahnsinn. Oh weia. Es gibt kaum. Da raus, oder? Die Insel und da. Wie gesagt, man sollte natürlich alles untersuchen. Da kann man noch raufgehen, ist klar. Weil das Ding riesig ist. Oh weia, schau. Au, das Ding ist riesig. Ah ja. Wo sind denn eigentlich? Ach, da sind die Kronkorken. 18, naja. Oh weia. Oh nee, da geht's noch weiter. Exit, wo geht's da? Ach, jetzt gehen wir raus hier, oder? Wir müssen eh langsam wieder Häuschen machen. Huch. Wo bin ich denn jetzt? Ach, hier oben am Dach oder nicht? Nein, nein, nein. Gut, da muss man jetzt. Da hockt noch einer. Zu, auch langsam mal zugeben. Holla. War das so. Oh, da ist noch. Die rennen alle. Alle am Dach rum. Wir sind nicht allein, ja. Das. So schaut's aus. Lasergewehr. Schickes Nudelholz. Wahnsinn. Ach, schön. Ah, nee, der mutiert natürlich. Ich müsste da runter, oder wie? Ich kann aber... Drauf. Da kannst du aber... Das Gewehr ist wahnsinnig stark und da kannst du aber drauf schießen wie ein Blöder. Kronkorken? Kronkorken. Ich habe immer kein Licht. Ach nee, Holz. Oh Gott. Oh Gott. Schicke Haarbürste. Nee, Patrone, Umgang. T.
Tischventilator. Erinnert Sie das an bessere Tage, Ma'am? Ja, aber... Oh, hallo. Jetzt bin ich wieder drin. Ich will ja raus aus dem Haus. Hier kann ich doch schnell reisen, weil ich will jetzt hier nicht mehr lang. Jetzt rutsche ich da runter. Wahnsinnsding hier. Ach, schau, wie riesig das Ding ist. Da. Wahnsinn, haben die auch noch einen Swimmingpool oder was soll denn das sein? Unglaublich. Unglaublich. Das war der Swimmingpool hier, oder wie? Schau, der hat Fusionszellen. Die hatte Fusionszellen. Ah. Oh nee. Du Böser. Warum plätschert das da immer so? Verkäufer, Flanellhemd. Ja, genau. Was möchte sie? Au, jetzt. Da ist noch was. Gut. Beschaffe den Start. Da ist eine Power-Rüstung. Na gut, da haben wir schon 5. Au, weh, jetzt müssen wir... Au. Docks von Dings da. Gehen wir hin. Das machen wir jetzt noch schnell, oder? Und dann ist Frühstückspause. Frischen Kaffee testen. Aha. Da gehen wir hin. Wenn. Oh. Ah, nee. Ach so, das ist wieder. Oh Gott, der Pizza. Kannst ja schon fast irgendwie. Angst. Und Bange. Oh oh. Kling. Oh nee, wo ist denn der? Unten, da unten. Au. Hilfe. Schau, das sind Viecher, oder? Angler. Oh oh oh. Giftiger Angler. Hm. Hä? Und wieso muss ich da hin? Sag mir das mal. Legendärer... Oh Gott. Mutierter... Ach, ich muss da ins Wasser rein. Auweia. Na, das wird lustig. Gerade eben habe ich es doch... Oh, oh nee, komm. Hä? Wo muss ich denn hin? Dahin? Mensch, es könnte aber... Oh, oh nee. Jetzt muss ich da rein. Jetzt ist der Strahl weg. Au, warte. Hilfe. Au. Das wird böse enden. Das sehe ich schon. Oh. Nee, das ist da unten, das glaube ich jetzt nicht. Schau. Oh, da, das ist sehr... komm. Mit Safe-Kombination, bla. Das muss ich nehmen, oder wie? Start. Oh, da. Startschüssel.
Optional, bla bla. Ich krieg hier. Also jetzt komme ich nicht mehr raus. Ich krieg hier kleinere und größere Anfälle. Weil jetzt müssen wir eh mal wieder Pause machen. Jetzt watschel ich da mal rauf, oder? Oh oh. Da geht wieder nichts hier. Ach nee. Kann man da drin wenigstens was abstauben? Kronkorken? Ich glaube, ich habe schon 20 oder 30.000. Na gut. Wo muss ich denn hin? Kann ich da rüber springen? Au, warte. Na gut, damit die Sache... Oh, nee. Au, weia. Ach, komm. Das Sandra, ich sprich mit dem hohen Beichtvater über den Startschlüssel für Rede mit Dima über den Start. Benutze den Startschlüssel um die... Oh, nee. Suchen und vernichten. Bestimme das Schicksal. Oh, weia. Das Sand reinigen, das hört sich doch aber... Was ist das? Ich habe den Startschlüssel gefunden, mit dem sich der Nukleus... Oh, vernichten lässt. Wenn ich ihn benutze, könnte ich die Zukunft der Insel verändern. Ja, positiv oder negativ? Ah, nee. Gut, das machen wir in der nächsten Folge, wenn wir eine Nacht drüber geschlafen haben, über diese wichtige Aufgabe. Gut, dann machen wir hier mal Pause, meine lieben Freunde der Volkskunst, und schauen im nächsten Video weiter. Danke für deine Aufmerksamkeit. Hat mich sehr gefreut, dass du mit dabei warst auf meiner wunderbaren Reise, auf meiner mysteriösen Reise in die wunderbare Welt der unglaublichen Entdeckungen Svetlanas auf der Insel Far Harbor mit dem Nukleus und dem Blabla. Mehr fällt mir jetzt nicht mehr ein. Gut. Danke fürs Zuschauen. Hat mich sehr gefreut. Empfehle mich ruhig weiter auf Twitter und so weiter. Und schnell speichern und tschüss bis zum nächsten Video.